Hallo Leute, grüß euch, willkommen bei meinem neuen Videoblog. Heute geht es um den Ozon Alpina 3, die Leichtversion des Delta 3, der ja schon knapp ein Jahr auf dem Markt ist und auch erfolgreich und gut angenommen wurde. Generell Delta und Alpina Reihe NC-Schirm sind bei den Piloten recht beliebt, da das kein ausgereizter C-Schirm ist, sondern im mittleren, eher ein gemütlicheren Bereich. Und ja, ich habe eben den Alpina 3 noch schnell vor den kommenden Stubaicup herbekommen und konnte somit ein paar schöne Flüge damit machen. Ich war selber schon sehr gespannt auf den Schirm. Und schauen wir uns mal das Video an. Dazu sage ich auch gerne meine Eindrücke über den Schirm, die erwartungsgemäß natürlich recht erfreulich waren. Ja, schauen wir uns die Videos einmal an. Viel Spaß einmal. Zuerst aber, wie schon gewohnt, ein bisschen was Technisches über den Alpina 3. Ich hatte die Größe ML des Alpina 3 hier bei mir. Der Gewichtsbereich der Größe ML, sieht man hier schön am Bild, ist 85 bis 105 Kilogramm. Ich bin den Schirm mit ca. 100 Kilogramm Abfluggewicht geflogen. Was hier auch schön am Typenschild zum Sehen ist, das Gewicht des Schirms, wobei man nicht wirklich von Gewicht sprechen kann. Die Kappe hat in der Größe ML 4,5 Kilogramm. So ist der Schirm meiner persönlichen Meinung nach durchaus für Walk and Fly geeignet. Die 4,5 Kilogramm Kappengewicht sind in Anbetracht der doch sehr aufwendigen Konstruktion des Schirmes doch recht gering, würde ich einmal sagen. 66 Zellen, das ist einmal eine Anzahl, und alle mit Stäbchen, wie man hier auch schön sehen kann, die am Obersegel fast bis zur Schirmhinterkante reichen. Dieses Konstruktionsmerkmal ist der Leistung geschuldet, das besonders im Schnellflug zum Tragen kommt. Und wie man den Alpina 3 trotz der langen Stäbchen am Obersegel ganz normal packen kann, das seht ihr zum Schluss des Videos. Die schmalen Tragegurte des Alpina 3 weisen im Grunde keine Besonderheiten auf. Vielleicht ist am Rande doch zum Erwähnen, dass für einen C-Gleitschirm die A-Tragegurte geteilt sind, dass man bequemer die Ohren anlegen kann als Abstiegshilfe und, eigentlich auch klassentypisch, an den C-Tragegurten Steuerhandles angebracht sind. Die C-Tragegurte sind recht lang und so sollte man bei den Startvorbereitungen Sorgfalt walten lassen. Und los geht's! Der Start mit dem Alpina 3 dank der doch nicht so hohen Streckung ist kein Hexenwerk, also der mit einem High-End B keine Probleme mit dem Starten hat, wird mit dem Alpina 3 garantiert eben solche keine haben. Gleich die ersten Meter in der Luft fällt eines auf. Der Alpina 3 ist sehr spurtreu und gleitet wie auf Schienen hinaus in sein Element. Sehr fein ist auch, dass der Schirm sehr gut auf Gewichtsverlagerung anspricht. So kann man seine Richtung allein durch Gewichtsverlagerung eben korrigieren, ohne die Bremsen einsetzen zu müssen. Diese Eigenschaft macht sich, wie man dann später im Video noch sehen wird, auch sehr positiv bemerkbar. An diesem Flugtag war es zwar recht labil geschichtet, aber auch nicht gerade besonders sonnig. Der Wind ist leicht angestanden hier am Hang. Und das Schöne war aber, dass trotz der schwachen Thermik, der schwachen Aufwinde, der Alpina 3 diese wirklich gut, toll angenommen hat. Wie man ja hier gut sehen kann, geradeaus fliegen kann der Alpina. Was aber wichtiger ist, jawohl, das Kurvenfliegen. Und das ist eine der ganz großen Stärken des Alpina. Schon die ersten Zentimeter des Bremsleinenzugs sind wirklich effektiv, so lassen sich ganz enge, tolle Kurvenradien zirkeln.
Der Aufwind wird immer schwächer. Naja, jahreszeittypisch ist die Thermik ja nicht gerade sehr stark. Und da hilft es natürlich auch leider nicht, dass der Alpine ein richtiger Klettermaxe ist. Na, das schaut ganz nach abgesoffen aus. Aber wie heißt so schön, ein bisserle geht immer was und aufgegeben wird der Brief. Hat sich ausgezahlt, das Messer zwischen die Zähne zu nehmen, würde man wohl sagen. Unglaublich, das hätte ich mir eigentlich nicht gedacht, dass er mich von so weit unten wieder raufarbeiten kann. Da hat mir der Alpine 3 wohl mit seinen exzellenten Flugeigenschaften wirklich geholfen. Das, wie ich ja eigentlich hier schon mehrmals gesagt habe, was mir am Alpine 3 am allerbesten gefällt, ist dieses traumhafte Handling. Und dieses ist eben beim Alpine 3 sehr, sehr, sehr präzise. Da hat der Alpine 3 gegenüber den 2er Alpine deutlich zugelegt. Und zwar diese Präzision führt meiner Meinung danach her, dass die Bremsen deutlich schneller ansprechen. Man, der Bremsweg ist immer noch lang genug für Sicherheitsreserven, aber die Bremsen sprechen schon die ersten Zentimeter sehr, sehr gut an und dann in Kombination mit der Gewichtsverlagerung, mit diesem präzisen Bremshandling, lässt den Schirm regelrecht um jede Ecke sowas von toll herumkarven, dass man in der Thermik sehr, sehr gute Chancen hat, noch da jeden Meter rauszuholen. Fein ist auch, dass der Schirm niemals nervös wirkt. Die Kappe ist sehr kompakt, sie arbeitet kaum, obwohl es eigentlich ein Leichtschirm ist und die Leichtschirme eigentlich immer ein bisschen aktiver sind wie in Anführungsstrichen normale Gleitschirme. Gibt der Schirm ein gewaltiges Vertrauen, wie diese stabile, kompakte Kappe über einen. Was mir in diesem Zusammenhang eben auch noch aufgefallen ist, dass der Alpine 3 gegenüber des Alpine 2 um die Nickachse etwas gedämpfter ist und dadurch weniger pitcht. Nun zur oft gestellten Frage der Flugleistung. Tja, da kommt es halt drauf an, was man unter Flugleistung im Grunde versteht. Und wenn man Leistung eigentlich im Grunde nur mit der Gleitzahl festmacht, der, naja, ich würde nicht sagen enttäuscht sein, denn der Unterschied in der reinen Gleitleistung vom Alpine 2 zum Alpine 3 wird nicht besonders groß sein. Der Unterschied von der besseren, wenn man sagen will, Gleitleistung liegt hauptsächlich im beschleunigten Flug des Alpine 3.
Und genau da, eben der beschleunigte Flug, da ist eine weitere Domäne des Dreieralpiners. Denn, wie ich auch schon sagte, durch die bessere Nickdämpfung und das eben weniger pitcht, ist auch der beschleunigte Flug angenehmer und ruhiger als beim Zweieralpiner. Und ins Gas steigt man beim Alpiner wirklich gerne, denn ozontypisch ist das Beschleunigungssystem sehr leichtgängig. So kann man, wie gesagt, mit der großen Zehe Gas geben und auch über längere Strecken ganz leicht beschleunigt fliegen. Und diese Leichtgängigkeit lädt ein, den Beschleuniger auch zum aktiven Fliegen zu verwenden. So lässt sich auch wieder Flugleistung generieren. Hier kann man sehen, wie schön eng sich der Alpine 3 drehen lässt. Es macht einfach eine Freude, diesen Schirm in der Thermik im Aufwind sich zu spielen. Eigentlich dachte ich schon ans Landen. Es war an diesem Tag nämlich eisig kalt. Naja, hat doch eine gute Thermik gegeben. Und ja, apropos Thermik, da war doch etwas, das nehmen wir doch nochmal mit. Bevor man dann einfach einmal am Gurtzeug festfriert, sollte man sich überlegen, doch mal landen zu gehen. Was an diesem Tag wegen der schon angesprochenen doch guten Thermik und der labilen Schichtung gar nicht einmal so einfach war. Wie sagt man denn doch als geübter Flieger, es trägt wie die Sau. Da es dem Lokalpiloten bekannt ist, dass dieser Landeplatz, der Mautlandeplatz, bei thermischen Bedingungen und südlichem Windeinschlag eher schwierig zum Reinlanden geht, habe ich mich entschlossen, etwas weiter unten am Hang zu landen. Und bei solchen anspruchsvollen Landebedingungen ist es einfach günstig, einen sehr wendigen und angenehmen Schirm über sich zu haben. Die letzte Kurve auf die Landewiese reingezirkelt, schauen, dass man schön gegen den Wind ist, geht tadellos, jawohl, in die Kurve rein und mit der Überfahrt kann man perfekt den Schirm ausflären. Angst vor zu schnellen Abreißen braucht man bei dem Schirm nicht haben, der Steuerweg ist hier lang genug, dass das Abrissverhalten echt angenehm ist. Ja, das war's, ein genialer Flug.
Nun das Packen des Alpina 3s. Zuerst habe ich den Schirm als Wolke auf den Sousis-Pack, also sprich Schlauchpacksack, gelegt, dann die Leinen sortiert und gerichtet, habe ich angefangen, die Schirmhinterkante zu raffen. Danach, logischerweise, geht es weiter mit der Eintrittskante. Schön Zelle für Zelle zusammengeschoben und, ich sage immer dazu, ich mache eine Inventur und schaue, ob alle Zellen eh noch da sind. Weiter geht es eh logischerweise damit, dass man schön alles hinein in den Schlauchpacksack verstaut und zumacht. Fertig ist einmal. Ja, bis hierher dürfte eigentlich alles im Klaren sein, aber da gibt es ja die berühmte Wurst, die Rolle, wie war das doch? Das da. Ja, und diese Schaumstoffrolle, nicht zu verwechseln mit einer Schaumrolle, wird von Ozon bei den Schirmen mitgeliefert, die eben diese langen Stäbchen haben, wie der Zeno zum Beispiel. Aber diese Rolle, viele haben Angst, na, was mache ich mit dieser Rolle, wie kriege ich die im Gürtelsack rein? Tja, die brauche ich nicht unbedingt. Ich mache das Ganze einfach mal so. Ich lege die ganze Gleitschirmwurst, also besser gesagt den Schirm im Sousis-Pack, genauso wie am Bild hier zu sehen, auf dem Packsack. Dann lege ich mein Gurtzeug auf den Sousis-Pack drauf und danach ganz einfach den Sousis-Pack, sprich Gleitschirm, um das Gurtzeug herum und das ganze Packerl rein in den Rucksack und fertig ist es. Nun zum Resümee über den Ozon Alpina 3. Für welche Pilotengruppe ist denn eigentlich der Alpina 3 geeignet? Ich würde mal sagen für erfahrene Piloten, die vor allem regelmäßig zum Fliegen kommen. Und natürlich für Piloten, die aus dem High-End-B-Sektor herkommen. Letztere sollten sich aber auch unter ihren High-End-B-Schirm sicher fühlen und bei turbulenter Luft, also entsprechend starker Thermik, auch sicher fühlen und ihren High-End-B-Schirm im Griff haben. Und wenn das zutrifft, dann ist der Sprung, meiner persönlichen Meinung, von einem High-End-B auf den Alpina 3 nicht allzu groß. Denn ich würde mal sagen, der Alpina 3 ist eher im mittleren Bereich des C-Sektors anzusiedeln. Er ist nicht komplett ausgereizt. Also wer einen Schirm sucht, der etwas mehr Dynamik, mehr Speed zusammenbringt und mehr Leistung im beschleunigten Flug, der könnte an den Alpina 3 sicher Gefallen finden. Und nun, eben wegen des geringen Schirmgewichts, zum Thema Walk and Fly. Ja, ich würde schon sagen, der Alpina 3 ist dazu geeignet, wenn man nicht gerade extreme Touren plant, also eben mit Bivakieren und so weiter, da gibt es dann sicher bessere Gleitschirme. Aber ganz ehrlich gesagt, wer Leistung will und halt einen Schirm der neuesten Konstruktionstechnik, ja, man kann halt nicht alles haben, da wird das Packvolumen einfach ein bisschen größer. Ja, der Alpina 3 ist eben ein Leistungsgleitschirm, der zum Streckenfliegen regelrecht einlädt, da hat er die besten Voraussetzungen dazu und ja, wenn man halt auch ein bisschen weniger Gewicht am Startblatt schleppen will, da ist der Alpina 3 sicher der richtige Schirm. Und das geringere Gewicht bringt auch ein bisschen Dynamik und eine Spur mehr Leistung. Und das in diesem Video schon so oft erwähnte traumhafte Handling prädestiniert den Alpina 3 zu einem richtigen Spaßschirm. Schon in diesem Video erwähnt habe, die langen C-Tragegurte bedürfen schon ein bisschen Aufmerksamkeit bei den Startvorbereitungen.
Alpina 3 ist sicher schon bei Ozon.de angekommen, und zwar für den jetzt kommenden Stube Cup. Und ja, wer Lust und Laune hat und vielleicht dort vor Ort ist, sollte sich doch vielleicht einmal den Schirm genauer anschauen und Probe fliegen. Und an dieser Stelle vielen Dank an Ozon.de, dass ihr mir den Alpina 3 zum Probefliegen einmal hergeschickt habt. Dankeschön, mir hat's megamäßig Spaß gemacht. Sodale, das war's wieder mal für heute mit meinem Videoblog. Ich hoffe, er hat euch gefallen und war informativ genug für euch und hat euch Fragen beantwortet, die euch über den Alpina 3 auch interessieren. Der letzte Videoblog über den Swift Max ist ja sehr gut angekommen. Würde mich freuen, wenn euch dieser auch gefällt. Vielleicht auch wieder einen Kommentar oder einen Daumen hoch hier hinterlassen würdet. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn wir schauen, was wir das nächste Mal für einen Schirm testen oder vielleicht sogar ein ganz anderes Thema. Schauen wir mal, werden wir sehen, lasst euch überraschen. Bis dann, tschüss!